Ihr habt die Kiste gelootet, ihr Schweine. Da war auch nichts drin. Das sah aber anders aus. Ihr habt Beweise. Videomaterial. Sicherungskasten wird eher deaktiviert. Kommen wir an dem letzten elektrischen Feld vorbei. Fake Boobs. Allerdings werden dadurch wohl auch alle anderen Felder abgeschaltet. Also, Vorsicht vor Torx. Verpiss dich doch! Torx, wo kommen die denn her? Ah, die sind überall. Die man für Geld kaufen kann. Hologramme aktiviert! Okay, Wards, habe ich Standbild? Ja, er auch. Bleib schnell! Geht schon gut los? Du kannst alles schaffen, was du willst. Ja. Du stehst in der Ecke mit deinem wunderschönen Hut. Ja, bei mir beendet sich, glaube ich, gerade das Spiel. Ja. Ach, nice. Ich fühle mit dir. Ausgezeichnet. Also, es hat sich echt gelohnt, dass wir jetzt hier 5 Minuten Pause gemacht haben. Dann bin wohl der Nächste, der rausfliegt, ich, was? Kennt beim Tun. Keiner von uns. So, schauen wir mal. Kann sein, dass ich es blöd auf den Rechner neu starten, weil ich jetzt wieder die 3 Kilometer lange Fehlermeldung habe. Okay, nee, es startet das anscheinend. 3 Kilometer lange Fehlermeldung. GGD. GGD. Okay. Schau mal, hier ist ein wunderschönes Loch. Loch. Der Martin, der wartet einfach, ich denke einfach weiter. Eiskalt. Lege Falle. Nette Moves. Ein eiskalter Boy. Die Physics in dem Spiel. Ach, beruhigt. Was hier alles rumliegt auf dem Boden. Hi. Hi. Dein Bart ist so sexy. Oh. Ich finde dein wie nennt man das eigentlich? Wenn du unter der Lippe. Wow. Wenn du unter der Lippe nur so ein Dreieck hast, wie heißt das eigentlich? Da gibt es bestimmt auch einen feisten Namen dafür. Goatee. Okay. Wieder was Neues gelernt. Schaut's mal aus, gibt's einen Vertrag oder nicht? Klar, hier. Konditionen werden immer schlechter, dass du May aufsetzen musst. Lol. Ja. Mir fällt gerade auf, mein Modell ist nicht geladen. Inwiefern? Ich sehe meine Waffe nicht. Ich sehe einfach nichts vor mir. Okay, wenn du wechselst, geht's jetzt? Nicht aufhören, du! Ich sehe bloß die Waffendinger, die sich ändern, aber mehr auch nicht. Vielleicht beim nächsten Laden oder flawless. So. Vielleicht Mitanführerin einer Scav-Bande. Trotzdem fand ich diesen ekligen Ausschuss der Menschheit immer widerlich. Jeder gekillte Scav macht das. Kann jetzt nicht zielen, ich drücke halt, ich schieße einfach mit der Schrotflinte wie ein Wahnsinniger. Irgendwas wird schon sterben. Machst du dich das eigentlich dauernd? Wo ist der Unterschied zu sonst? Das ist eine Waffenkiste. Ich bring nochmal alle um. Nur Schrott. Nice! So, wo ist die Waffenkiste? Oder war da noch Müll drin? Da war nur Müll drin. Ist doch alles akquiriert? Nee. Dann weißt du jetzt, warum du kein Geld hast. Ja, vielleicht wollte ich es noch anschauen, vielleicht habt ihr doch noch was. Du sagst, da ist nur Scheiße drin. Ja, das sind nur zwei Smiles, zwei grüne Auskits. Ja, nimm mal. 126. Aus meiner Sicht war es Müll. Was passiert hier? Ah, warte mal, ich sehe jetzt meine Waffe auf meinem Arm. Er ist 3 Kilometer vor mir. Hä? Alles klar? Ja. Mann, dieses Ding nervt wahnsinnig. Wir haben's ich sehe gerade, wie ich nachlade. Und da, also wenn ich bei diesem weißen Ding war, ich glaube, dann habe ich meinen Arm gesehen. Wow. Okay, wow. Wie seid ihr da raufgekommen? Auf das Ding da gestanden, gesprungen hier. Ach so. Das da. Ich dachte mir, das war so heavy, das hat einfach mal weg. Waffenkiste, ich will da hin. Fix.
Wieder nur absolute Schrott. Dann eine mit zum Verkaufen. Jo. Hallo? Hilfe? Ich werde im Hauptkontrollraum festgehalten. Er liegt genau vor dir. Meinst du, du könntest mich nun ja retten? Die verdammten Scavs fressen mich, wenn sie merken, dass ich nicht das bin, was ich vorgebe. Was bist du denn? Er ist eine Biene. Biber. Leute, ihr seid alle cool. Waffenkiste. Dank für erst noch. Oh, das sind gute, Doch dringend ein neues Sniper-Gewehr. Granatenmutz. Ich habe das Gefühl, ich saß hier ewig fest. Komm rüber, ich öffne dir die Tür. Nee, ich brauch keine. Aber ich nehme eine zum Verkaufen mit. Die brauch ich. Ich nehme die zum Verkaufen mit oder zum Zerlegen. Ich habe ja immer noch eine, wo sich aufspaltet. Ich mach die Tür auf. Hey, danke. Bin ich froh, dich zu sehen. Alter, so geil, bei mir gehen die Türen nicht mehr auf. Steht bei mir, ist bei mir immer noch zu, ich bin einfach noch die Wand gelaufen. Ich sei Arzt. Ich bin zwar Doktor, aber kein Mediziner. Ich arbeite für die Forschungsabteilung von Hyperion. Ich glaube, ich sollte nachher irgendwas spielen oder starten. Oder soll ich ihn abknallen? Ich kenne ihn nicht. Wir können ja kurz nach dem Gespräch warten. Du startest neu, wenn du magst. Oh, sorry, mein Freund. Gladstone Kator, Abteilung D. Nee, ja, Schädel ist so lang geht schon. Abteilung D, da verstecken Sie doch die Intelligenzbestien, die an so supergeheimem Scheiß arbeiten, oder? Ich forsche an experimenteller Technologie. Die Abteilung lässt mich die Sachen hier benutzen. Das ist ein Kopf. Was machst du hier? Kopf. Nun, schön, ne? Ich muss zurück auf die Helios und den fetten Laser dort von ein paar schräg aussehenden Dahl-Militärs zurückerobern. Tun wir das nicht, macht der Mond bumm und halb Pandora mit dazu. Ah, Sie wissen schon, das Übliche. Oh Mann, ich hab mich schon gefragt, was da los ist. Aber was willst zwei du da hier? Solltest du nicht eher bei der Raumstation sein? Jack will eine Roboterarmee mit meiner KI bauen und damit die Helios zurückerobern. Ich bin übrigens Felicity. Schild. Ach so, du willst meinen Prototypen? Tja, der ist noch nicht fertig. Nein, weiß ich schon, was besser ist als mein blaues. Was meinst du mit Prototyp? Ach so. Ich war mit einem inoffiziellen Projekt befasst, dem Bau eines Masterbots, der einen... Da gibt's ein OS-Kit, wo du Schaden machst, je mehr Luft du hast. Aber wegen der Scavs konnte ich einige... Ja, sowas hat, das macht unseres hier auch. Echt? Das Kerlchen. Glaube ich, war nicht angeguckt. Das Kerlchen da. Erzählen Sie weiter. Ja, Freund. Wir brauchen nur die Hardware zusammenbauen, dann noch eine Militär-KI installiert und wusch, schon spuckt das Ding kampfbereite Leute aus. Ich bin dir weit voraus, Mann. Was glaubst du, wozu Felicity hier ist? Was? Du willst mich in einen Constructor-Bot stecken? Ich hatte mir was anderes erhofft. Oh, Constructor, hübsch. Tja, Technikfreak, dieser Prototyp kann also gefetzt oder digistructen, weil, ehrlich, diese Power-Suits finde ich ziemlich, lahm. Ja, absolut. Aber zuerst musst du den Prototyp fertig zusammenbauen. Dazu musst du dir Zugang zur Hauptbot-Fabrik verschaffen. Durch das Transportgate. Ich überwache die Systeme von hier aus. Jawoll! Das ist langweilig. Das ist einfach übel. Gar nicht mitreden? Da kommt man gar zu gar nichts, wenn alles explodiert. Mach meine Loader zu tödlichen Waffen. Das ist eine Waffenkiste. Übrigens, der Letzte, der mich übers Ohr hauen wollte, ist jetzt nur noch eine dumme Einblick der Abfüllung von Einschusslöchern. Klar. Der Schaden, so, der Schaden schon übel aus. Ja, die jetzige, die ich hatte, die hat 46 und die ist schon heftig. Wieso stecken deine Digijacks eigentlich alle in der Wand drin? Wegen der Sicherheit. Sieht aus, als wäre ich absolut unschlagbar. Nein, ich schaff's nicht ganz. Ich one-shot die Viecher. Hyperion hatte auf der Helios einfach nicht das Gerät für mein Projekt. Und hier lag all diese alte Dahl-Technologie einfach so rum. Man gab mir ein Team, aber das fiel schnell den Scavs in die Hände. Was wohl aus den Leuten geworden ist? Jedenfalls, dann war ich allein. Aber ich wusste, die schicken einen Rettungstrupp. Hab die Hoffnung nie aufgegeben. Tja, nicht Hyperion schickt uns. Ja, greift mich an. Ich hab ein Säureschild hier. Statt, einfach, wenn er mich angreift. Oh Mann, diese Firma ist so cool. Das waren die schönsten 3 Jahre meines Lebens. Ich würde nie für wen anderen arbeiten wollen. Hast du die richtige Adresse ausgesucht, Felicity? Man soll die Talks nicht zählen, bevor sie geschlüpft sind. Aber
Da könntest du glatt recht haben. Wobei die, glaube ich, Säureresistenzen haben, die Viecher. Die nicht, die haben mich angegriffen und waren tot. Ja, okay. Dann sind es nur die Großen. Ich baue mir meinen Prototyp. Das ist eigentlich voll sexistisch, gell? Wieso eigentlich ein Prototyp und kein Proto-Vibe? Oh mein Gott. Du hast nicht geschickt gegendert. Offender. Geh weg, du Blödes. Ich ohrfeige dich. Hä? Was ist jetzt passiert? Du bist gestorben. Faszinierend. Dann tötet man auch alles, was vor mir ist. Ja. Ich mach nichts. Ich versuch dich grad wieder zu beleben. Ich auch. Also, ich tu's ja gerade. Immer dieser Hass dieser Menschen. Natürlich ja alles. Natürlich. Meins. Nur wenn er scheiße ist, nehmen trotzdem mit. Was denn? Einen super Raketenwerfer. Achso, okay. Aus den Teilen schlechter Raketenwerfer? Ja. Ha, da rennen sie. Vielleicht hast du sie verscheucht mit deiner extrem angsteinflößenden Kammerjägerlichkeit. Genau wie so Wels. Einzelschusssalve. Jetzt brauche ich einen Gegner. Ich will einen One-Shotten mit meinem. Offenbar nicht. Die haben einen Dahl-Power. Alter, das ist jetzt komplett kaputt. Unsere Gefechtslauder werden viel geiler sein. Apropos, wie sieht's an dieser Front aus? Ich glaube, wir haben viel zu wenig Gegner für drei Leute. Mhm. Könnten noch mehr spawnen. Vor allem, wenn du dann auch noch so einen Irren hast, der einfach rein und die linke Maustaste gedrückt hält. Ob dann Gegner ist oder nicht. Richtig, alles explodiert. So ist es. Die Gegner, er selber, wir. Alles prima, ich warte. Ich warte. So, jetzt bin ich soweit. Ich soll noch Munition kaufen. Endlich! Das ist also der Geburtskanal für meine neue Roboterarmee, hä? Feuerstoß im Zoom. Alter, wenn ich jetzt noch eine Sniper mit Feuerstoß sehe, dann raste ich aus. Wir müssen das Areal von ihnen säubern, bevor es losgehen kann. Macht aber Schaden, ne? Ja, natürlich. Aber das Feuerstoß ist so grausam. Ich hasse es. Was habe ich eigentlich nochmal für ein... Viel Hass. Ja. Extrem viel Hass. Ich kauf's mir jetzt einfach. Baroness-Class-Modden lila noch. Ja, aber der hat nur Zeug. Der hat nur Zeug, was ich nicht mag. Aber Kryo schon. Ja, aber ich habe keine Kryo-Sniper im Moment. Aber Kryo schon. Wenn du hast Schmerzen. Es ist ein guter Tag, voller Möglichkeiten. Ich bin sicher, dass wir. Okay. Also ich gehe da mal ran und bringe alles um. Bin dabei. Dann töte sie mal alle, Columbus. Danke, vielen Dank. Mich bloß nicht voll! Hey, Spieler! Du hast dieses Game echt drauf! Medizin! Hey,
Ach. Das ist die Schrotflinte. Steck mir Munition rein! Ich weiß ja nicht so recht. Der Laden hier ist der reinste Schrottplatz. Sicher, dass wir hier was Wertiges bauen können? Oder ist es die Waffe, die du hast? Das liegt nur an den Scavs, dass es hier so aussieht. Zuerst müssen wir den Hauptstrom. Nein, ich frage mich aber, wo die Schrotflinte her ist. Was sie zum Ton macht. Hier ist eine. Hier ist ein Sniper Rifle. Ohne Feuerstoß. Jetzt kommt Jacobs. Erhöht die Stabilität bedeutet. Nee, ich habe mich gerade vertan. Das war was anderes. Erhöht die Stabilität. Das ist aber so ein Ding, was immer unpräzise ist, bis man schießt, ne? Mhm. Ich probier's trotzdem noch nicht. Nee, ich habe mich gerade vertan, weil irgendwer rumgeschrien hat, wie am Spieß, und ich dachte, das wäre meine Waffe gerade. Beim Einser gab's ja auch diese SMG oder was das war. Ja. Wow. Das ist meine Waffenkiste. Drei beschissene Auskits. Die sind so scheiße, die nehme ich nicht mal mit. Nicht zum Verkaufen. Nicht mal davon nehme ich sie mit. Oh, das ist eine. Waffen, ich hab sie. Du brauchst sie. Ich werd wahnsinnig. Waffen, Waffen, Waffen. Bis bald. Abgeschlossen. Vielleicht kommen wir durchs Fenster rein. Mal sehen, ob ich die Schutzabdeckung runterkriege. Hey, Kammerjäger, verpiss dich. Ungehobeltes Pack. Es scheint, dass die Scavs haben sich da drin verschanzt. Ist das dein Ernst? Ich hab's zensiert. Vielleicht solltest du es einfrieren und einschlagen. Alter, mein Leben. Nein, du kriegst jetzt kein High Five dafür. Geh unter die Treppe, hier, unter diese Treppe und schäm dich. Wurde zum Duell rausgefordert. Nein! Das wird sie langsamer machen. Ich glaube, ich hab's nicht mal angenommen. Eben. Ich soll sie einfrieren, gell? Genau da gefällst du mir. Bleib in die. Oh, sorry. Jetzt steht das Wasser unter Strom. Aber der Laden hat Saft. Das, liebe Leute, ist der Klang des Fortschritts. Wir sind einen Schritt näher an der Rettung der Welt. Okay, jetzt wird's ernst. Wow. Zuerst müssen wir das Auge fertigstellen. Das ist der Clou an der Sache. Ich habe den Prozess schon vorbereitet. Aber das Material dafür brauchen wir von einigen Sicherheitsbots. Allein bin ich nie rangekommen. Lass mich raten. Lauter Hirn und keine Eier. So in der Art. Die kleinen Dinger können ziemlich unangenehm werden. Geh ins Sicherheitsbüro, das den Hauptraum überblickt, und ruf sie her. Das könnte natürlich auch weitere Scavs anlocken. Sieh dich also vor. Scav. My name's Scav. My name's Scav. Dann gehen wir mal wieder nach Concordia. Weiß nicht, wieso möchtest du mal wieder Waffen gambeln? Ja. Müssen wir dann nicht sowieso bald wieder hin? Wenn wir jetzt diese Hauptquest hier abgeschlossen haben, glaube ich. Soll. Ja. Ups. Augenteile. Da ist eine Waffenkiste. Wir brauchen Augenteile, keine Waffenkisten. Ja, aber die... Augenteile. Warte mal. Man sieht sich, du verfluchtes Arschloch. Sind sie. Okay, dann sie kann ich es halt nicht angucken. Das ist besser als meine Pistole, die ich habe. Habe ich schon erwähnt, wie teuer das war. Friss das, du Wilder! Verfluch das, Primat! Super, so ist's gut. Hol den Rest. Noch einen eingefroren. Okay, wir müssen den Rest holen. Achtung! Mach unbedingt. Rest rein. Verpiss dich doch! Ich schleudere, ich meine, ich bin schon so erwischt! Jetzt musst du ins Oculus-Labor. Ich leite dich durch den Prozess. Sollte alles schon vorbereitet sein. Du besänftigst meine sorgengeplagte Seele, nicht Jack? Klasse. Kann ich bitte da wieder raufkommen? Niemals. Bin auch zu dumm. Ah, ich hab's gefunden. Da ist eine Treppe. Eine Waffenkiste. Der schmilzt die Rohmaterialien ein und SMG mit einfrieren, die würde ich nehmen. Ein Augenkonverter, ja. Sowas Dämliches habe ich noch nie gehört. Wozu und eine Laserwaffe, ich lasse sie mal drin. Nicht die, das war ich. Ich habe dieses Labor für meinen Prototyp vorbereitet. Mm. Das ist empfindliche Experimentaltechnologie. Ein Brathähnchenlaser. Sieht aus wie ein Toaster. Es ist ein verfickter Toaster. Jawoll, all meine harte Arbeit
zahlt sich endlich aus. Jetzt schreiben wir Geschichte. Anneliese Krypto. Wie wunderschön. Okay, nimm es jetzt. Sieht tödlich und teuer aus. Das muss ich haben. Okay, geh jetzt wieder in den Hauptraum. Wir müssen das Baby mit dem Haupttorso verbinden. Haupttorso. Torso-Käfig. Los, macht es an den Klumpen dran. Den Riegel um, dann geht der Käfig auf. Ich taufe ihn, den gefährlichen Klumpen. Ich stand so knapp davor, ihn fertigzustellen, als die Scavs kamen. Er wird einen Haufen Roboter produzieren. Genug, um die Dahl-Truppen zu besiegen, oder wer immer die sind. Oh, sieht irgendwie aus wie eine trauertragende Mülltonne. Nicht so ungut. Dieser Constructor wird unerhörte Stückzahlen hochkomplexer Maschinen herstellen können. Jetzt müssen wir den Torso am Kransystem befestigen. Oh Mann, ist ja irre. Viel zu viel Geklicke. Meine alte Professorin sagte, ich werde es nie zu etwas bringen, aber das war falsch. Und jetzt zieh mich an. Und ich soll da rein? Ich habe mir überlegt, wegen der Installation, nun, ihr könntet mich ja einfach kopieren. Das dauert etwas länger, läuft aber auf das Gleiche hinaus. Und ich fände es weniger furchterregend. Wie viel weniger furchterregend, genau? Das eine ist eine Hirn-OP, das andere eine Kernspin. Ich werd's mir überlegen. Gut, gut. Nein. Jetzt müssen wir noch die Schüsse anbringen und dann die Beine. Wow. Warte mal, Escape? Mitspieler? Der da? Munition. Gib mir Munition. Hey, ohne Waffenkiste. Baroness-Mod. Der definitiv deutlich besser ist als meiner. Gut, dass ich den vorhin nicht gekauft habe. Der ist nämlich noch besser. Die Schütze müssen nur noch kalibriert werden. Ich kann helfen, die Zielsysteme vorzubereiten. Das wird nicht nötig sein, danke. Ich habe eine schnellere Methode. Nicht helfen, die Geschütze müssen die, glaube ich, töten. Ach so. Also, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Da steht auch dran, dass die Geschütze Scarves sind. Ja, gut, aber wenn das so eine WoW-Quest wäre, dann dürften wir helfen, weißt du, wie ich meine. Hat was für sich. Das sind nicht im WoW. Das wollte Dailies machen. Ja, hast du eigentlich recht. Haben die Zuschauer mehr davon? Ja, ein Badass, den prügel ich mal mit runter. Wo soll jetzt hin? Ja, die Kryo-SMG ist ganz geil. Und dann lass die Geschütze ihr Werk vernichten. Sag mir nicht, was ich zu tun habe. Sonst mache ich genau das Gegenteil. Kalibrierung fast abgeschlossen. Nur ein paar Werte noch. Das ist wunderschön zu beobachten, wie sie alle sterben. Okay, dann explodiert halt alles. Wir müssen was befestigen. Ich gehe dann mal. Alistair würde jetzt die Leiche untersuchen und etwas darauf lernen. Darum werde ich genau das nicht tun. Das ist mein Charakter zu unausgeglichen. Ach so. Vielleicht ist wir sind gewisse Wochen. Fertig. Ich fühle mich wie am Söldnertag. Das wird also mein neues Zuhause, was?
Ich weiß nicht, ob ich da einziehen will. Richtig. Die Beine sind was ich in dem anderen Labor. Sie sind noch an eine Testversion des Dahl Power Suits montiert. You have no power here. Wegbauen und ins Kransystem bringen. Was behält man? Was für... Wie wäre es, wenn ich den Power Suit übernehme und die Beine dorthin steuere, wo sie montiert werden können? Wäre das nicht einfacher? Hey, keine schlechte Idee. Daran habe ich gar nicht gedacht. Wird ein guter Einstand für dich. Mich findet ihr nicht. Aua. Ich glaube, ich habe mich gerade selber hochgejagt. Leg dich ab. Und hoch mit dir. Danke. Du bist meine sorgengeplagte Seele, nicht Jack. Du bist mein Code. Du hättest meine Matte mitbringen sollen. Eigentor. Saubere Arbeit. Habt ihr das gesehen? Alter Spain, dir verschwinde. Nice. Kiste. So eine Mondsteinkiste, oder? Oh, will die haben. Alter. Ich nehm die Railgun, die hat jetzt Säureschaden. Ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass jeder neue Waffen bekommt, außer mir. Ja, wir sind nochmal eine Waffenkiste. Nee, das war jetzt deine. Gib mir deine alte, das passt schon. Also wenn du die dann nicht mehr brauchst dafür. Weil ich glaube, okay, die alte von dir war auch besser. Cool. Was? Hä? Das ist die gerade im Boden verschwunden? Es kann jetzt durchaus sein. Alter. Ich hab einen Säurelaser. Ich bin glücklich. Okay, ja gut, dann. Ich wollte freundlich sein, aber der Boden wollte nicht. Tja. Ich muss sowas auf die Kiste legen. An der Seite hat der Spaß wohl ein Loch. Ja, bitte. Ich will da drauf. Vergib ich wenigstens meinen Skillpunkt. Dieser Körper fühlt sich komisch an. Arme Beine. Wie auf ihr reiten. Ist es so, ein Mensch zu sein? Grauenhaft. Ja, zeig was. Das ist ein riesengroßer, verdammter Roboter mit einem Schild und einer Kanone. Wir müssen ihm Geleitschutz geben. Das ist euer Scheiße Ernst. Ich will auf ihr reiten. Passt. Oh, was liegt denn da? Ich hoffe, er hatte keine Familie. Du hast eine tolle Persönlichkeit. Danke, Jack. Das ist auch ganz wichtig. Er hat gesagt, ich habe eine tolle Persönlichkeit. Das ist der falsche Weg, Roboter. Und ich treffe dich, wenn du so riesig und fett bist. Der morscht. Ich habe jetzt 2 Sniper-Gewehre gefunden. Wünscht mir Glück. Massentoff. Nee, das war ja meine alte. Feuerstoß im Zoom? Okay, ja, danke. Oh, Feuerstoß im Zoom. Okay, danke. Also das wird der letzte Part. Ich hab keinen Bock mehr. Alter. Ja, ich kill jetzt halt schon die Viecher. Geht schneller. Ja, und mich dazu. Das ist, Berufsrisiko. Akzeptiert das Risiko. Ich schieße mit der Pistole, dann nimmt mehr schon. Du hast alle Scarfs in Blutlachen verwandelt. Ja, nicht wahr? Alles verloren, wie Tränen in einer Blutlache. Jetzt, verdammt. Sofort an. Reden Menschen eigentlich nie miteinander? Nö. Das hat keinen einfach. Spaß gemacht. Nee, man fängt höchstens an zu reden, wenn man verliert. Richtig. Und dann blamet man die anderen dafür, dass er nichts gesagt hat. Richtig. Ungefähr so. Oh je, ich werde ganz voll Blut. Ist doch schön. Hier, lass mal einen Skillpunkt vergeben. Okay, bin bereit für Detonation.
zurück. Perfekt, Felicity. Kammerjäger, kannst du die Steuerung benutzen, um den Torso auf die Beine endlich zu senken? Endlich fetzige Musik. Ja, das wird schrecklich toll. Hätte diese Musik dazu nebenbei. Es wurde nur schrecklich. Du machst das alle zwei Sekunden und drückt E. Die Konstruktion ist endlich abgeschlossen. Nur die Hülle muss noch für einen letzten Test in die Diagnosekammer. Wir können den KI-Kern, Felicity, dort installieren. Weißt du, Jack, ich fand es nicht toll, dieses Gas zu töten. Vielleicht ist das alles ein Fehler. Ich töte auch nicht gern, Baby. Gelogen. Viel besser so. Wir werden die Gleise drehen müssen. Geh in das Büro und benutze die Steuerung, damit es weitergehen kann. Du schlägst dich ziemlich gut. Klingt vernünftig.